Guten Morgen. Oh, ich bin müde. So. Ich hole jetzt das Auto, dann fahre ich die Kinder weg. Jetzt ziehe ich mir erstmal eine Hose an. Da wollen wir mal. Komm mit, neuer Tag beginnt. Meine Güte, das jetzt hier. Kommt ja nicht mehr raus aus dem Auto. Immer die gleichen am Morgen. Die fleißigen gleichen. Immer die gleichen fleißigen, so rum. Und dann muss die Tür zumachen, oh wieder. Ich will mit keiner offenen Tür fahren. So schön ruhig. Kind 1 ist weg, Kind 2. Kriegen wir jetzt. Ja? Ja. Und warum? Keine Ahnung. Mei. Fangen wir mal an. Dreiviertel Stunde. Ich bin tot. Todmüde. Na los, Frühstück. Die müssen mal frisch aufschlüsseln. Alle. Ich auch was. Willst du noch was? Ich hab noch Kaffee. Muss der Geburtstagstyp machen für die Kinder. Oh, die ist weg hier. Ja. Ich mach keine Geburtstagstypen, sondern ich werde denen einfach so eine 5 Mark in der Hand. Ja, so ähnlich, so wie eine Wundertüte, was diese Zeitschriften, die so verpackt sind, und jeden einer und das ist erledigt. Mensch, du baust ja schon ab, ey. Hau ab? Ja. Wieso, ist doch mal was anderes. Die Kinder haben doch alles. Was soll ich denn da noch reinpacken? Autos ist langweilig, habe ich schon 10-mal gemacht. Figuren ist langweilig, die Kinder packen die eh nur in die Ecke. Alle haben sie schon alles mal gehabt. Bleistifte, Radiergummi 10.000 Mal. Süßigkeiten, welch mal wir essen, Fettkuchen und alles. Ja, ich meine, aber wie so eine Wundertüte, das ist doch auch ganz nett. Weißt du, wo so eine Zeitschrift drin ist und für jeden halt eine andere oder so?
Komm, das muss ich viermal im Jahr machen. Irgendwann ist es auch zu Ende, das Repertoire. An Möglichkeiten. Bis später, lieb dich. Unfallgutachten machen. Mitkommen. Da hängt ja noch was im Ständerli. Ach so, das war aber fertig. Das war ja schon lange. Herrgott Sakra. Das Nest. Das Fahrradnest. Also, das gute Stück war in einen Unfall verwickelt. Ja. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was hier alles desolat ist. Ui, sieht aber auch nicht mehr so schön aus hier. Seht ihr das? Die Verkrümmung hier? Ein bisschen krumm. Was ist denn das? Sattel gerade, gut, das ist ja Minimum. Ständer, neuer. Hinterrad nicht reppbar. Bauen wir aus. Ja. Okay, Umwerfer funktioniert. Das können wir nur einstellen. Das hier ist nicht. So. Das Hinterrad muss ersetzt werden. Das Vorderrad kann zentriert werden. So, dann muss ich mir jetzt mal aufschreiben und dann sind wir gleich durch damit. Thank you.
geh da raus und das war's. Bremsbelag ersetzen kommt dazu, das hat aber mit dem Unfall nichts zu tun. Also war gerade zum Check-up, ja, das möchte ich bezweifeln, weil so rau wie das läuft hier, jetzt haben sie da ihr Check-up. Das läuft ja wie Knüppel auf den Sack. Sozusagen. Ständer ist defekt, Getränkehalter ist defekt. Ja, hier ist er fast gebrochen und hier ist er. Hier ist er gebrochen. Ja. Defekt ist defekt, kannst du auch noch machen. Schaltung ist eingestellt, jetzt ist hier der Umwerfer. Ja, zentrieren, das machen wir mal schnell, mal gucken. Okay, läuft. Einfach schwarz. Nicht ganz schlecht. Neunfach schwarz, nicht ganz schlechte Qualität. Gucken wir mal. Bin gleich da. Olle News. Olle News. Da? Ach, jetzt wüsste ich dann, wirst du das Neueste? Nö. Hier bei den Schülerpatrouillen. Da haben sie am Dienstag, bis Dienstag, Mittwoch, die Nacht, haben sie reingebrochen. Bei den Klamottenladen. Hat er mir jetzt am Mittwoch für uns am Abend erzählt, ja. Hör auf, ey. Hat er die andere, die Gabi, die hat jetzt ihre Scholle Sied runtergemacht, vorne und hinten an der Seite. Sei ja so, wir sind ja von vorne reingegangen, an der Tür war, weil er gleich aufzuschießen, weil sie die Scholle Sied nicht runtermachen. Wenn sie die Scholle Sied runtergemacht hätten, dann wäre das vielleicht ja nicht passiert. Wa? Okay. Ja. Was gibt es neu für euch? Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Da war auch tote Hose, auch nur die tote Hose. Wolfgang, die Neuigkeiten bitte. Ach, die Neuigkeiten, ja. Wolfgang, alte Leserratte. Weil ihr nicht abgeschwungen wollte, man sticht Azubi 19 in der Tram nieder. Der Motiv, lieber deutscher Knast, bald zurück nach Pakistan. Oh Gott, das ist... Ja, das sagt schon alle. Oh Mann, ey. Da kommt noch was. Was kommt noch? Ja, da kommen noch welche. Jetzt geht es da wieder los. Keine Ahnung, was geht. Aus Griechenland. Wo sind alle Zelt abgebrannt ist, da unten, da wo Mali oder wo das da... Wie sieht das, wo das da unten da ist? Sag mal her hier. Ja, da kommt ja noch was. Da kommt noch was. Da kommen noch welche her. Also dann ganz genau. Schweinepest in Brandenburg, was Sie jetzt wissen müssen. Hier kommt doch. Ja, also... Corona, Schweinepest und die Vorgrippe. Die Vorgrippe kommt ja auch noch. Was ist mit der Jute alte Kreuzfeld Jakob geblieben? Wo sind die denn hin? BSE. Ja. BSE. Ja, die weiß ich. BSE fehlt noch. Nicht BER, sondern BSE. Wohin? Katastrophenwende, oder? Naja, der BZ ist doch immer Katastrophen. Ach so, gut.
Wir machen jetzt Notlauf hier. Sirene hat ja gestern versagt. Also naja, hat schon gemerkt, bei mir ja auch. Ich hab's keine Sirenen. Mein Router, ich hab da so ein Ding. Router, ich dachte, heute vom Link dann nicht so. Das war auch so. Das war auch so ein Euro, wie du schon sagtest. Ja. Aha, hat gedacht, wie der Abend gesagt hat, dann war das das Ding gewesen. Und da hat sich das dann wieder, naja, auf normale Lampen umgestellt. Ja. Naja. Ist das doch scheiße. Ja, klar ist das scheiße. Ja, ist doch so. Klar ist das scheiße. Ja, ob du die kennst oder nicht kennst. Ja. Also die Leute hin, also Leute her. Ach. Es gibt 100 Leute und es gibt 100 Leute. Ganz genau. Ja. Und die, die richtig sind und sich betragen, dem wird dir helfen. Und die anderen müssen halt dann wieder gehen, ja, offensichtlich. Ja, das ist ganz einfach. Wohin? Ist egal wie. Die kommen gleich hier nach Berlin oder nach Deutschland. Wo eine Wohnung haben, wo eine Arbeit haben. Ja, ist ja richtig, das ist ja nochmal der Werdegang. So ja, muss man machen. Wenn sie das Geld kriegen. Wenn sie auf der Straße leben, können sie nicht produzieren, nee, können sie klar, nicht ordentlich. Ja, das ist absolut sofort. Wenn sie von heute morgen, aber die kommen und dann geht. Ja, wenn sie wenigstens gleich eine Wohnung und gleich einen Job besorgen würden, die Leute. Aber nee, was machen sie? Stecken sie dann, gibt das nächste Thema aus deiner Zeitung, stecken sie in so eine Unterkunft, ja, wo viel zu viel Miete bezahlt wird, was ich schon seit Ewigkeiten erzähle, dass es nicht sein kann, dass ein Schlafplatz irgendwie 40, 50 Euro am Tag kostet. Für einen Schlafplatz, der wirklich nur Schlafplatz, 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 die kassieren sich dumm und dämlich. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Aber der Bund zahlt und zahlt. Statt da Leute anzustellen, hätten sie für das Geld, hätten sie Sozialarbeiter anstellen können, die hätten sich gekümmert, dass die Leute Wohnraum kriegen, integriert werden, Arbeit und so weiter. Ja, solange Geld da ist, wird immer gezahlt. Gezahlt ist ja einfacher. Irgendwann ist Deutschland mal pleite. Deutschland ist sowieso pleite. Ist ja schon pleite. Wir haben Staatsschulden, das ist ja gar nicht mehr, ist ja nicht mehr normal. Gut, ich muss jetzt mal sauber. Ich muss mal weitermachen, Wolfgang. Danke, Wolfgang, ja, wir sehen uns später. Ach, Politik. Wie gesagt, politisch will ich gar nicht sein, aber die Nachrichten, die einen so auf die Nerven. Einerseits werden die Leute total gefeiert hier, wie dieser aus Friesland hier, ist ja auch egal, der da diese Unterkünfte aufgemacht hat, da und da und da, und hofiert wird der und gemacht und getan. Ja, und andererseits wissen sie ganz genau, dass der eben auch, wie Achim seine Bude eben zum Beispiel, dass das völlig überbezahlt ist. Quadratmeter für 100 Euro, 150 Euro im Monat, ein Quadratmeter für 150 Euro. Was ist denn los bei euch, ey? Meine, was soll denn das denn? Was sind das für Preise? Wo wohnt der denn? Im Grand Hotel Esplanade oder was? Ja, weiß ich nicht, also. Muss man nochmal realistisch sehen, ey. Na, das ist ja noch günstig davon gekommen, sag ich mal. Das ist ja ein Schnäppchen. 190, jetzt sind. Oh. Oh. Gut. Hammer. Tja, wenn ich das jetzt wieder drin lasse, meine Aussagen, dann ist das gleich wieder alles. Oh, ich sehe das so und so und ich sehe das so und so und ist ja Stein des Anschlusses und. Hey! Oh. Ist das schon wieder los? Tut mir leid. Umlecker sind ja nicht so schlecht. Hm?
Ja, der ist. Warte, wo kann ich fragen? Der bleibt. Wie schick, ey. Gefällt mir nicht. Was kennst du, das ist du? Ich gehe zum Zahnarzt, ich habe Angst. Ich komme danach erstmal nicht wieder. Muss noch ein paar Besorgungen machen. Für ein Geburtstagsfeier. Ich komme danach erstmal nicht wieder. Ich gehe jetzt gerade holen. Geht's zur Hinrichtung. Zum Zahnarzt, ich komme nie wieder. Ich muss danach noch ein paar Sachen besorgen. Ich hole danach gleich die Kinder ab, aber ich denke nicht, dass ich 3 Stunden brauchen werde. Das wird eigentlich wahrscheinlich eine Stunde erstmal wieder herkommen und dann wieder loslaufen. Naja, was willst du? Ich hab ja auch Pause oder habe ich keine Pause heute? Ja, doch, denke schon, ne? Ja, ich dachte, du findest. Ich muss um 3 wieder in der Kita sein, weil heute war sie ja um 8 wieder da. Ach, das passt mir eigentlich nicht. Eigentlich ist es vielleicht perfekt, aber was soll ich machen, ne? Okay, lassen wir das erstmal dabei. Jetzt will ich erstmal kurz Ketten abschrauben haben, dann will ich das nochmal auseinanderschrauben, hier die Kurbel nochmal runterschrauben. Nochmal polieren. Pedalen, Sattelstütze, Kettenschalter und so weiter. Ja, vorne ein, hinten.
Nur so weit noch. Jetzt haben wir noch Ohren dran. Ach, ich habe viel Blabla. Und der eine Herr möchte XDR-Schalthebel haben. Er kommt zu mir, weil er weiß, dass ich welche habe. Ich weiß auch, dass ich welche habe, aber ich weiß nicht genau wo. Ich weiß nicht wo. Ich hab zu viel. Gar nichts gut? Was hast du? Ich hab gerade meinen Abschiedsbrief fertig gemacht. Was heißt ein Abschiedsbrief? Na sag mal. Die wieder auf mich rumdockern. Aber ich hätte eine konkrete Frage. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Du siehst erkältet aus. Nö. Müde. Ja, ich bin müde. Ich bin total müde. Ich bin total müde. Was ist denn los? Was hast du denn für eine Frage? Wie cool ist das denn, ey? Bubble Tea. Ja, ich war ja gerade da. Ja, jahrelang nicht mehr gegessen. Ja, ich war mit Lumen schwanger. Da waren die gerade. Ja, nicht mehr gegessen. Mit Lumen. Also 8 Jahre. Okay, dann lass uns gehen. Dann gehen wir jetzt mal. Oh, ich rein. Die ist nämlich sonst kalt. Sonst komme ich nicht weg. Meine Frau hat mich verlassen. Sie hat mich einfach allein gelassen. Jetzt habe ich Mittagspause und sie hat mich einfach allein gelassen. Unglaublich. Warum hat sie das getan? Wo ist sie nur hin? Im Bett? Aber du kannst mich doch nicht einfach allein lassen. Und daddelt am Telefon. Ja, ich leg's aber gleich weg. Ja, dann werden wir uns mal ins Bett begeben zu meiner Frau. Mann, ich bin so. Die Daumen so. Hemmungslos schlafen. Na ja, gut, schlafen wir. Ich muss mich alles tun. Ja, einfach schlafen. Ich sag's dir. Ich muss schneiden. Ich kann nicht schlafen, ich muss schneiden. Das gibt's doch gar nicht. Du musst doch das Level zu Ende verlieren. Also im ersten Mal bin ich letzte beim Wochenrennen. Sonst bin ich immer erste oder zweite. Du bist so. Oh. Ja, ich sag ja, du spielst nur noch gegen die Entwickler. Sie hat schon wieder Handy in der Hand. So Magnetismus, so. Handy. Gut. Ecke schneiden. Mein Sohn ist da. Mal gucken, was der zu ihm besagt. Ach, Leon, was ich dir zeigen muss, wir haben Fanpost gekriegt. Fanpost? Ja. Hier. Hat schon gerahmt. So, fertig. 1,5 Stunden noch Zeit. Na wunderbar. Kann ich noch ein bisschen relaxen. So, der Vlog ist fertig. Für euch. Nur für euch. Nur für euch. Mechanik dran, aber normalerweise macht man hier auch keine Schale. Normalerweise macht man keine Schale drauf.
War das so auf Tommy? Ach so, aber du brauchst den trotzdem hier. Einstellen. Das ist der Einspannungsspinner. Lass uns erstmal kurz hinter weg. Kurz hinter weg. Einfach muss man den Schaffrecker raus. Ja, den Teil muss ich einmal richtig. Von mir nur PC-Party oder was? PC-Party, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ja, ich habe mich früher so gefreut, als die Leute mal YouTube gemacht haben. Ich konnte mich da echt krank lachen und dann ja. Finde ich das jetzt noch besser, wenn ich das über mich selbst machen kann. Das ist, ja. Das ist die Selbsterkenntnis, die ich jetzt einhole. Leider Nacht. Ja, ja. Oh, also, krass. Ja, mal gucken, wie lange dauert es mit dir? Du hast ja einiges zu tun hier, wenn wir dir die Kamera vorbeibringen für eine Generalüberholung oder so. Generalüberholung, wenn der General keinen Urlaub macht, dann. Oh mein Gott, die. Da ist doch noch Platz! Jetzt guck doch mal, wo da noch Platz ist! Das versetzt doch mal den Reifen! Versetz dich doch mal in die Lage! Mensch, meiner hättest du mir ja nicht aufgegangen! Oh mein Gott! Gut. Hast du schon die Essen hier dahin? So, Keks? Nee. Der hat die Liebe bekommen. Ja, Mann. Sehr geil. Cool. Sehr gut. Das war die Beine. Ich freue mich. Echt? Hier ist neu eigentlich nur die Gitarre, aber die Seiten sind eigentlich. Ach, die sind schon eigentlich. Original sind die? Das ist eigentlich eine bessere Gitarre. Für das sieht man nicht so neu aus, kann ich schon. Das sind hier fast 45 Euro. Ja, der fühlt sich irgendwo drauf. Aber er muss ja auch gut machen. Aber die hat sogar einen Tonabnehmer. Die hat sich einen Tonabnehmer. Also, da kann man schon mal. So neu kann man dafür nur nicht verlangen, aber die sind auch gut neu. Kann man da schön. Gut! Ja, okay. Ich mach mal weiter, ich hab noch Luft gemacht, deswegen. Muss sauer sein. Also ich sag mal, schönen Feierabend, wir sehen uns am morgigen Tag wieder und ich wünsche euch alles Gute, bis dann, ciao, sagt Tommy. Jetzt könnt ihr noch kurz zugucken, ich baue ja noch ein bisschen an dem Rad.
Aber sieh mal Kassette auf, das ist mir nicht schwer. Kannst du mit dem Schalter nicht schalten hier, die Kassette. Ja, aber geil. Genial ist er trotzdem, wie gesagt, weil er ist schön klein und genau richtig positioniert hier. Und hier ist relativ aufgeräumt. Ich würde mal sagen, das Fahrrad lassen wir jetzt bleiben. Jetzt sind es noch 12 Minuten bis zum Feierabend. Schicht im Schacht. Pflänzchen braucht ein bisschen Wasser. Pflänzchen, hast du ein Wochenende nicht bekommen. Morgen bist du den ganzen Tag draußen. Keine Angst. Keine Angst. Es lüftet wieder. Also Hinterrad kommt raus, da kommt definitiv ein 7-fach. Na, was fehlt denn da noch? Pedalen, die Kettenblattschrauben, Pedalen, Griffe, Sattelstütze. So, gut. Feierabend, jetzt wirklich. Ciao.